Sag mal, hörst du schlecht? Ich rede mit dir. Ich rede hier? Was ist eigentlich mit dem Meldezettel? Ich habe Kartons ausgepackt. Das hättest du auch am Amt machen können. Das Amt sperrt ja zu, du Depp. Sag, denkst du, habe ich an deine Mutter? Ich mache diesen Meldezettel jetzt, wo sie nicht wohnt sitzt. Ich wollte ihr gar nicht herziehen. Ich fand's daheim besser. Da hatte ich wenigstens Freunde. Du wolltest ja da unbedingt. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Ich habe einfach keine Lust mehr, das nochmal anzuschauen. Du weißt, ich bin beschäftigt. Ich habe heute noch viel Kunden und alle erwarten von mir die beste Branding. Ich muss mich heute noch vorbereiten, 3 Telefonate erledigen und dann kommst du mir mit deinen sinnlosen Problemen. Wie soll ich dann noch freundlich sein zu meinem Kunden? Du bist ja heute gut drauf. Alles nervt. Meine Mutter ist wegen Scheidung so schlecht gelaunt. Dein Wald, geh hol ihn. Hey, gib mir den Ball zurück. Ich kenne dich nicht, wer bist du? Das ist mir wurscht, gib mir den Ball zurück. Bitte, haben deine Eltern keine Manieren gelernt? Das geht nicht meine Eltern an, gib mir den Ball zurück. Frech und ungezogen. Schuh kein Schlierback. So, da kommen die Polizisten. Was redest du da? Aus Turiali, Tschuchakar, Segasus. Du bist der Marcel, ja? Okay, na komm. Gut, wie Sie alle wisst, hat die Atombombe von Nagasaki am 9. August, Hiroshima am 9. August 1945 den Zweiten Weltkrieg beendet. Dabei wurden 250.000 Menschen getötet. Die Atombombe wurde natürlich von den Amerikanern abgeworfen. Okay, Kinder, das war der Feueralarm. Ihr geht jetzt alle ruhig nach draußen. Kein Rennen, kein Schreien, kein Rempeln. Und wir treffen uns dann alle unten im Hof, da zähle ich euch ab. Was sollen wir jetzt tun? Alles, was wir wollen.
hatten heute nur Feueralarm und das war recht lustig. Schaut, was ich euch heute mitgebracht habe. Baklava. Nimm. Hey, Papa, ist ja voll nett von dir. Ist heute was Besonderes? Ich habe mit Onkel Mustafa telefoniert. Heute. Er ladet uns ein, diesen Sommer. Sein Sohn ist gut. Er arbeitet, ist respektvoll, anständig. Ein guter Moslem. Ich mache Vorschlag. Du triffst ihn. Er passt perfekt zu dir. Gehen wir in den Park? Wir haben doch heute Mathe schon. Scheiß drauf, ich dachte, du bist cool. Mein Vater wird unsere Beziehung nie erlauben. Warum denn? Weil er mich mit irgendeinem aus der Türkei verheiraten will, wenn ich 18 bin. Ich glaube, dein Vater mag ihn nicht. Ich weiß, er ist voll streng, wenn es um so etwas geht. Ich kann mich sowieso an den Nachmittagen nie mit irgendeiner Freundin oder so treffen. Meine Mutter merkt nicht einmal, wenn ich zwei Tage nicht zu Hause bin. Ist sie mit dem Mann zusammen? Wir sind geschieden. Mein Vater ist mit seiner Freundin in Paris. Meine Eltern lassen mich nie allein. Ich habe überhaupt keinen Freiraum. Meine Mutter ist immer beschäftigt. Naja, wie machen wir das jetzt eigentlich? Wie sollen wir uns treffen? Ich will nicht jeden Tag die SMS schicken. Ich liebe dich. Ich will heute schwänzen. Ich komme hier ganz weit. Tada. Du nervst. Es ist schon komisch, du und Marcel fällt immer gleichzeitig. Du fantasierst herum. Aber ich habe doch euch gesehen, wie ihr euch im Park geküsst habt. Du hast jemandem was gesagt, oder? Nein, du bist ja meine beste Freundin. Warum trefft ihr euch eigentlich nicht am Nachmittag? Ich kann nicht, wegen meinen Eltern. Du weißt ja, wie die sind. So geht es nicht weiter. Irgendwann werden deine Eltern es bemerken. Und dann wirst du ein echtes Problem haben. Irgendwie wird das schon gehen. Bist du verrückt? Du machst Schluss mit ihm. Oder ich hab von zu Hause. Was wollt ihr mit andeuten? Meine Tochter tut so etwas in. Sie ist ein anständiges Mädchen. Hören Sie, ich möchte Ihre Tochter auch nicht so unterstellen. Bitte, bitte. Aber schauen Sie mal. Diese Entschuldigungszettel. Ist das hier Ihre Unterschrift? Davon weiß ich nichts. Naja, es hat mich auch sehr gewundert, wenn Ihre Tochter jeden zweiten Tag wegen Magenkrämpfen im Spital geht. Melissa! Was soll das? Hast du mir was zu sagen? Heute war Elternsprechtag. Schau dich gefälligst an, ich spreche mit dir! Mama, ich
Weiß der Junge. Warum trefft ihr euch am Vormittag? Sagst du Papa was? Melissa, er wird es irgendwann mal herausfinden. Und du weißt, wie dein Vater ist? Bitte, sag mir. Weißt du? Es wäre die Mutter! Auf und verhaftet! Auf und ich kenne dich! Du hast mit dem Dumm! Du bist du! Alles! Auf und alle vor! Ich kenne dich, wenn du was in der Sonne von mir Wir beide lieben Melissa, aber keiner von uns hat das Recht, sie zu besitzen. Wer heute noch immer glaubt, einen Menschen besitzen zu können, lebt in der falschen Zeit. Denn das Herz des Menschen muss frei sein. Wer nicht daran glaubt, der hat gar keinen Glauben. Ich werde für sie beten.